Herzlich willkommen zum nächsten Spiel der German Legends. Heute, nachdem wir die Liga 2 erfolgreich halten konnten und leider den Aufstieg verpasst haben, der auch laut Rechnung gar nicht mehr möglich war zu dem Zeitpunkt, da hat uns die ein bisschen beschissen, sind wir in alter Frische zurück, wollen natürlich Liga 2 in erster Linie halten, irgendwann außen, dann vielleicht auch in Richtung Aufstieg blicken. Wir haben Helmut Rahn, Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer und der Neuzugang Jürgen Klinsmann vorne mit dem Sturm dabei. Rudi Völler noch auf der Bank. Je nach Bedarf wechseln wir zwischen Klinsmann und Völler. Erstmal hinten aufpassen. Ich habe schon auf Defensiv gestellt. Ich glaube, Konter hat ihn noch nicht gemacht. Und dann... Und dann Konzentration. Wie gesagt, Liga 2. Alles auf Null. Ein neuer Versuch. Ich bin gar nicht so unzufrieden, dass wir die Liga 2 in Anführungsstrichen nur gehalten haben. Fand ich schon eine ganz gute Leistung, die wir da rausgehauen haben. Warum schießt man den denn nicht weg? Jetzt. Rennen. Wir sind schnell, Warte. Ich komme. Ach, schade. Gut gedacht. Haben wir noch. Dominik, geh vielleicht über andere Seite. Da wollte er mich noch sensen. Oh, der ist ja dran gekommen. Ja. Okay. Das verletzt. War aber gut, die Seite war offen. Hast du eine Karte? Nee, okay, umso besser. Ja. Ja, aber umso besser, dass du keine Karte hast, weil das war wichtig, die Seite war offen. Ja, ich habe ja nicht richtig zugetreten. Okay. Hendrik, es tut mir an dieser Stelle offiziell leid. Bei jedem Foul von dir. Abseits. Mecker ich. Das war leider zu spät. Bei jedem Foul von dir mecker ich rum und bei Dominik sage ich auch noch, das war richtig. Ja, gut, das eine Foul aus der letzten Folge war ja ein bisschen. Ja, das war ja lustig, das ist ja egal. So. Oh Mann, ey. Aber. Geht mir alles wie gesagt, zu schnell. Aber alles auf Null. Auch der Klassenerhalt ist jetzt natürlich nicht. Ja! Was? Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz! Das ist das unwahrscheinlichste Tor, was man so schießen kann. Ey! Guck dir das an. Ey, der wäre ja noch nicht mal reingegangen. Ich komm für Hendrik. Ja, geh ruhig flanken. Versuch's mal. Ja. Jetzt. Schönes Ding. Ja! Ja! Mit der Antwort! Glänzi! Er sagt sogar noch Rudi. Das Glänzi. Er kann es immer noch und ist trotzdem schnell. Na also, komm. Also, wir wissen, nicht vor Flanken scheuen. Es hat geklappt. Wieder außen. Kick mal, Hendrik schicken. Ja, schön. Ist aber richtig, dass du auf den Moment zum Pass wartest, weil... Vorher passen bringt nicht so viel, da kommt man nicht durch, da holen die einen auf. Wir müssen im richtigen Moment passen, damit wir uns durchstecken können. Ha! Da steht die Abwehr sicher. Wer? Felix kommt. Warte. Ja, alles was? Gut. Ich stehe hinten, Felix ist vorne. Okay, ich werfe. Wer will? Hier, Felix. Mach. Ja. Abseits. Ja. Was soll denn das? Ja, schade. Ja, beim Einwurf gibt es ja keinen Abseits, deswegen. 16. bzw. jetzt 17. Minute 1-1. Ich glaube, das haben wir tatsächlich noch nicht, ne? So für beide Teams so frühe Tore. Das war auf jeden Fall eine perfekte Antwort. Auf so ein Scheißtor. Wir kriegen echt nur Scheißtore, ne? Aber wahrscheinlich schießen wir auch Scheißtore. Wenn wir einfach mal der Gegner von uns wären, würde ich wahrscheinlich auch über jedes zweite Tor rummeckern. Aber naja, so ist das immer, ne? Man sieht halt alles durch eine rosa-rote Brille. Hau den weg! Yo, hau da rein. Yo! Und damit herzlich willkommen zu Formel 1. Hendrik? Ja? Vielleicht ablegen per Kopf auf. Ja? Weiter? Jo! Jürgen, the Karate Kid, Klinsmann. Meine Frisur backt irgendwann rum. Und der Jürgen klopft an der Seitenlinie. Liverpool! Liverpool! Sebastian! Oh ja, schön. Hier. Nee, nicht mehr. Doch. Ja. War abseits. Ja, ja, hier. Yeah. Der rein. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Oh, der Jürgen kommt. Wie wir einfach trotz der schnellen Spieler jetzt auf Flanke spielen. Oh. Und verletzt. Ah, das klar. Wirf. Hier, Dominik, bitte. Oh, was? Ja, okay. Gegenspieler gedreht da. Felix?
Dominik? Abdenken! Mach was, hier, mach was! Schieß! Warum will man? Hä? Ist der Linksfuß? Schieß! Halt! Ich wollte zum Flanken, aber ich hab's versaut. Der wollte doch gerade den Linken zum Schießen, oh, schade, oder? Ja, ist echt so, der hat ein bisschen komisch sich da so hingedreht, ne? Mhm. Komm, komm, verdreht, das ist wichtig. Na, oh, Mist. Oh, warum stelle ich den denn kein Bein? Der soll liegen. Und er killt mach den. Was! Oh, Junge! Guck mal! Das erste Tor, legen wir beiseite. Das zweite, Pass kommt an, kommt gerade so dran, kommt gegen den Pfosten und noch rein. Oh. Oh, lass, lass mal eine Torwart Antwort machen Schuss. Direkt. Warte, spielt wieder auf mich außen. So nicht. Nee. Direkt antworten. Stur. Schön, schön, schön. Geh. Oh. Ja. Was? Ja, das soll ich sehen. Jawohl. Ja, das war das B von der Balleroberung noch eingespeichert. Dann machst du aber nichts. Schöner Versuch. Was ist das denn für ein Dreck? Ich meine. Drück mal die Pfeiltaste nach oben und dann steht da Pressing. Warte. Lass mich erstmal kurz verteidigen. Jo, und? Ja, gleich, wenn du weggeschossen hast. Ja, ich glaube, bei denen muss man aufpassen. Offensiv und Pressing. Ja, außen? Ja, ich drehe mich halt rein. Ja, erstmal ausgeglichen. Rennt. Oh, der halt! Schön! Habe ich mich wieder selbst. Mach alleine! Jetzt mach. Schieß doch! Du warst das! Ich habe doch geschossen, aber er schießt einfach nicht. Flanke. Da ist er. Was? Der nimmt den schon wieder mit links. Felix, du musst doch... Ich konnte nicht schießen. Du musst ja nicht lange drücken, du musst nur einmal antippen. Hab ich doch. Aber er hat nicht geschossen, weil er so schnell war noch. Man muss aufhören zu sprinten dann. Nein. Doch. Nein. Ja, sonst hätte er ja gerade geschossen, aber er ist einfach reingelaufen mit dem Ball. Ja, das war echt ein bisschen seltsam. Boah. Das gibt Einwurf. Ja, gib ihm gelb, zeig. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Ecke. Was? So. Was? Komm, behindert euch doch mal gegenseitig. Ah ja, komm, Abschluss. Also. Oh Mann, da ist aber noch was drin. Ich find's doof, wenn wir unnötig die Spiele verlieren. Also was ist unnötig? Unglücklich. Na, wir haben noch eine Halbzeit, vergiss das mal nicht. Ja, klar. Ich meine jetzt die Gegentore. Vorne die Chancen sind ja völlig okay. Außen? Klar, dass man nicht alle trifft. Aber. Oh, schön! Was? Nein! Du bist doch zum Ball. Guck mal, wenn ich die volle X-Taste drücke, will ich mal auch, dass der so weit geht. Letztes Spiel drücke ich die voll durch und dieses halbe Spielfeld und dann fällt das Gegentor. Quetschen. Jetzt nicht. Nee. Weiter. Schön. Ach, da bin ich. Ich schick dich wieder. Ich glaub, der war nicht für mich, oder? Ach, so falsch. Rein und Rudi fällt. Der hat vor allem gegrätscht, wenn da jetzt nicht abgepfiffen wäre, hätte er auch gut in den Elfmeter pfeifen können, wenn der da so reinrutscht. Das wäre lustig gewesen. Na, aber wie gesagt, wenn wir wenigstens verdient verlieren, okay, die sind vielleicht nicht schlecht, aber die Tore, die sie geschossen haben, waren schon sehr lucky. Man müsste echt mal so eine Statistik führen oder sich einfach alle unsere Gegentore anführen. Was ich für ein Fazit zu jedem Gegentor gezogen habe. Wahrscheinlich 1:1 die Tore, die wir im Spiel davor geschossen haben oder in dem Spiel danach dann schießen werden und wir uns übelst abfeiern. Aber ich dann einfach so sage, so, scheiß Tor, so will ich nicht verlieren. Hält ein Fuß hin. Hast du. Felix kommt. Jetzt. Mach's allein. Jawohl. Mach's allein. Du willst sweaten. Nein, das klappt nicht. Wird das? Oh. Junge. Felix schießt doch, wir haben... Na, Relax. Wir haben schon so oft das Wetten verkackt. Einmal. Gut verteidigt hier. Ja, aber da. Oh Mann. Quetschen. Warum macht der nichts? Ich habe sogar X gedrückt. Das müsste es sein. Die Flagge war. Ach so. Da war noch einer. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ich werde hier gleich cholerisch, ey. Mach doch. Ja, der rennt sich auch nicht frei. Strafeinwurf für uns. Oh! Ja,
Ren. Mach du. Ich komme. Warte, nicht spielen, nicht spielen. Flanken. Hier. Was machst du? Wo so- Hä, ich verstehe dieses Spiel nicht. Was? Was? Oh. Hä, das ist ja seltsam in diesem Spiel. Da klappt ja nichts. Den Ball kann er abfangen. Ich stehe außen. Geh flanken. Ja. Oh, was? Der versucht das schon die ganze Zeit. Ja. Hier, Dominik. Oder alle. Und rein. Jetzt. Jawohl. Na! Oh, schön, Felix. Ärgerlich. Geh offensiv mal. Hab ich gerade eben. Gut. Mitte. Mitte. Warte. Wie? Ah, den hätte ich flach machen können. Hast du? Mach! Hä? Hat sich ja voll rausgedreht, der Ball. Also irgendwie ist in diesem Spiel echt der Wurm drin, so ein bisschen, so voll Momentum-like. Nur weil wir jetzt die zweite Liga zwei Saisons sind, sind wir doch nicht besser. Cleansy! Was, Junge? Schieß doch! Ja! Du hast aber 100 pro wieder nicht auf Schuss gedrückt. Doch, Diddy, die Taste als geht. Ob ich hier nicht B drücken könnte. Aber die Aktion, das war, okay, doch, das war ein Schuss, okay. Sorry, hast du gut gemacht. Herzchen. Die Aktion sah erst so aus, als wenn er den so in einer weiten Annahme reingemacht hat, weißt du? Deswegen dachte ich so, okay, vielleicht hast du schon... Ja, mach alleine, mach alleine, mach alleine! Nein, was? Von da? Spiel das doch schön aus. Aber er ist gut durchgegangen. Ja. Die ist direkt, Digga. Ballert das Ding drauf. Pogba. Ja, komm, Verteidiger mit. Nicht so! Nicht mit dem Steuerkreuz! Oh, was? Du hast mit Steuerkreuz auf die Tore gezielt. Das ja, kannst du auch machen, so eine Flanke so rein. Ich weiß nicht, geht da? Ging doch gerade recht gut eigentlich. Richtung war ja okay. Was? Komm, oh, geht da nicht, da, nicht hin! Oh, nach vorne einfach. Scheiß Bars! Komm, jeder Punkt jetzt, wir sind am Anfang der Saison, jeder Punkt ist wichtig. Zack. Da ist noch was offen. Jo, wie der auf die Knie geht, als wenn ich ihm so von hinten die Schaufel in den Rücken stecke. Apropos Schaufel, Battlefield. Ja, Battlefield. Mach nach vorne. Ja, vorne, ich seh dich. Ein weiter. Weiter, leit ihn weiter. Die Annahme war schon weit. Ich komm drüben bitte, gleich. Bitte. Ich mach Helmut. Oh, was? Schön, Helmut. Oh. Das war eine geile Grätsche. Ich liege. Ich bin eben auch. Dominik, aushelfen. Außen. Mit links. Ich geh mal nach. Ja, komm. Flanken. Helmut in die Mitte. Und... Oh. Wie du da gestanden bist. Warum geht da keiner hin? Oh, was? Oh, mal, wie schnell der ist. Yo, schön. Alles fair, alles fair. Außen, weiter. Abgefangen, gut gemacht. Oh. Nochmal, sehr schön. Jetzt, bam! Ja, ja, ja! Ja! Mach jetzt! Jürgen! Helmut! Oh, Ecke, komm. Da konnte ich aber nicht besser lenken, oder? Nee. Warum macht ihr den da nicht? Okay, pass auf, ich mach hinten hin, okay? Ich lauf nach vorne und zieh weg. Ich lauf nach vorne mit ein. Ich mach die Mitte leer. Aber da kommt keiner mit. Doch, wieder nach hinten. Ja, wir gehen nach vorne und nach hinten. Das ist gute Verwirrung. Und da ist er. Und da ist er nochmal. Und da ist er nochmal. Nochmal! Ja, ja, ja! Ja. Ah! Bleib nach vorne. Steilpass, Steilpass. Nach hinten mit aufpassen. Wow. Ich bin am Durchdrehen, ey. Ganz ruhig, ruhig. Jetzt. Dominik? Nicht auf mich? Da. Warum bin ich denn abseits, Mann? Dominik, du bist raus. Mach was. Ich. Das ist glatt rot. Was hast du? Oh, der kriegt nur Geld dafür. Was ist das hier eigentlich? Dominik, rede. Mein Internet ist gerade. Jo. Hendrik, schaffst du die Flanke? Warte. Ich an Felix. Okay. Der kann das. Kommt jetzt. Ich mach Dominik Spieler. Jo, oh, oh nein, das war unser. Ecke? Nee. Ja, Ecke. Nee. Oder? Nein. Der hat in die Mitte gezeigt. Nicht. Warum ist denn Dominik jetzt raus? 100 Pro. Mein Ping war immer auf 1600. Yo. Ist Papa wieder zu Hause? Weiß ich nicht. Komm, dann holen wir den Punkt jetzt hier noch. Da war ich doch!
Weg einfach, schieß, schieß, schieß. Weg, weg. Der ist. Oh. Aha, schön. Hab ich, alles fair. Geh. Flank. Ich hab Jürgen. Er spielt den Pass auf den Flügel. Ah, schade. Dann müssen wir halt auf den Moment warten. Ja. Ah, dazu ist eine andere als die Pro-Ansicht. Oh. Wer geht? Ich. Oh. Oh. So, komm. Was? Hendrik! Gelbe Karte, the Henny Benny. Also die Grätsche waren wirklich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Ich habe mir den geholt und wäre durch gewesen. Also jedenfalls auf außen, nicht vom Tor. Die anderen Grätschen finde ich immer ganz lustig, aber die gerade nicht so. Felix, außen komme ich. Schön. Lass doch einmal den scheiß Vorteil laufen! Oh, gelb rot! Gelb rot, auf geht's! Ja, 5 Minuten. Vorne. Pumpt jetzt. Der ist gut. Den krieg ich noch. Hol durch! Oh! Warum hab ich den denn nicht in der Mitte? Meiner. Annahme wieder. Nein, da geht keiner hin. Oh, scheiße gespielt. Ja, den spielst du da nicht durch. Den spielst du nicht durch. Ich war doch sogar dran. Hau ihn weg! Mach! Ah! Vorne, ich bin direkt das wäre es jetzt gewesen, wenn das Ding reingegangen wäre, da hätte ich aber. Jetzt! Ich komme mit Jürgen! Hier! No. Auch mit. Da, wenn du durch bist, dann kannst. Ja! Mach einen Schieß! Ja! 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 Geil! Was zur Hölle! Was? Tor! Aber auch der Torhüter! Nicht gemacht! Jawohl! Hättest du den daneben gemacht, Hendrik? Alter, das passiert einmal auf 1000 Jahre, dass so ein Ding reingeht. Das ist doch mal das erste, das ist doch mal hier Auftakt, Alter. Boom! Nach so einem scheiß ersten Gegentor. Spiel Felix. Warte. Boah, nächste Gelbrote, komm. Kommt mir nach hinten, wenn ihr könnt. Hendrik geht nicht mehr gerade verletzt. Ich nur noch. Ich halte den. Spiel nach vorne. Ich halte den. Oh, ich bewege mich wieder. Jo, die kommen! Wie die fliegen! Oh, der Jürgen! Jetzt! Mach Zeit! Oder ich komme! Nein, nicht im Mannrennen, dann ist der Ball direkt weg. Ach, ja! So erledigt! Schön! Sauber! Oh, boom! Da meint er nicht, eins geht noch? Dann gib mir mal kurz 5 Minuten Timeout. Okay, oh, muss dann trinken holen und so. Lieben wir trotzdem kurz. Jo. Holen uns den ersten Sieg in der erneuten Liga 2. Der Cleansy! Schön Auftakt. Ihr werdet alles getroffen. Der Cleansy, der Rahn und der Beckenbauer, oder? Ja. Sehr gut. Und ich habe hinten die 2 gehalten. Ja! So. Aber eigentlich schöne Aufteilung. In der 14., in der 16., 60. und in der 90. Auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Die Tore fielen auch früh. Für die Zuschauer sicherlich spannend. Nervenaufreibend. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.